Schön, das war's da, oder? Das finde ich auch mal geil am zweiten Teil. Und ja, die Aufnahme ist gerade abgebrochen, weil ich zu wenig Speicher hatte. Und jetzt hat man hier ein neues Feature, sogar noch. Also ein neues Feature. Man kann hier wieder so ein Bild aufnehmen. Ranzoomen. Was ist das hier? Man kann sogar Filmmodus machen. Was ich auch geil finde, sogar. Man kann es zurückgehen, man kann. Und man kann nochmal ein eigenes Muster machen, das man gemacht hat. Was ich mal mache. Ich finde das schon geil. Also ich auch mein Bild. Vielleicht mache ich mir das sogar als Hintergrund. Weil ich finde das schon. Ich habe Screenshot aufgenommen. Sag mir, ich habe zweimal Screenshot gemacht. Ja, doch, ich habe zweimal gemacht. Ja, was halt. Ja. Aber wahrscheinlich. Im zweiten, das sag ich. Ich würde schon ganz sagen, im vierten Teil. Aber hier im zweiten Teil ist das eigentlich eine ganz super Idee mit dem Ende, dass man sogar sein eigenes Muster. Also in den ersten zwei Levels kann man das nicht mal. Also in der Einführung und in dem zweiten Kapitel. Und jetzt sieht man hier, habe ich auch das Symbol ergeben. Also man kann sich ein Bild machen davon und man kann sogar und man hat sogar halt über die Levelauswahl, Kapitelauswahl sieht man das nochmal, das Muster. Kapitel 4. Das Viadukt, genau. Oder das Kind lernt die erste Lektion. Ich weiß nicht, ob es hier vielleicht mehrere Enden gibt. Je nachdem, oder wenn man bestimmte Muster hat, dass man geheime Level freischaltet. Oh, eine Krähe aus dem ersten Teil. Aber ein Stein. Das würde mich nämlich auch interessieren, weil man kann hier schon die verschiedenen Muster hier machen. Ob wenn man bestimmte Muster macht, bestimmte Level, ob man dann das freischaltet vielleicht dadurch. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr da irgendwie Erfahrung habt oder so, ich weiß nicht nämlich. Weil wenn ja, dann würde ich das schon gerne ausprobieren. Ach, okay. Google Play Zeichen. Das ist Google Play. Man wird schnell nervös, wenn sie so schnell wächst. Die Kraft festzuhalten ist nicht die Herausforderung, sondern die Kraft gehen zu lassen. Ja, die Sache, wenn man gehen zu lassen, da muss ich selber zugeben, dass. Hier kommt das erste Puzzle, das kontrolliert noch immer die Mutter-ID. Man kann das Kind hier nirgendwo hinschicken. Und man konnte die Mutter kontrollieren immer noch. Also zumindest bis jetzt. Ganz arschig die Türen. Ich packe mal diesen Level aufbauen. Die Levels. Verschiedene Art einfach hier aufgebaut sind. Ne, das kann ich muss erst hier gehen. Und so dachte man, dass sie das vereinigen, aber ne. Da gehen immer noch getrennte Wege. In diesem Kapitel zumindest. Ach, stimmt ja, das war die Stelle, war ich erinnere mich. Ja, ich erinnere mich wieder dran, weil ich hab's ja schon mal gespielt. Ach, nee, ich muss das erstmal so machen. Aber sie folgt ihrer Mutter immer, deswegen.
So, jetzt geht's da unten rein. Also zumindest hier. Hier muss man noch eigentlich auf einen Charakter nur gucken, weil wir andere Brötchen nehmen dasselbe. Das ist noch ein bisschen einfach gemacht sogar. Also zumindest wie es rauskommen soll und so. Auf Basis. Ach, ich stehe direkt im Club oben rein. Warte mal, welcher Club wirklich. Ah, da kann ich das nicht mal drehen. Das heißt, ich muss erstmal hier oben bleiben. Ich muss sie erstmal so laufen lassen. Die beiden haben mich jetzt so einander gefunden, wie wunderschön. Und dann sagt das Ziel. So, welches Muster machen wir jetzt? Ich bin schon gut, mal überlegen. Bei dem hier. Ich lasse das, ich finde das auch schön. Auch schön. Schön, um wahr zu sein. So, das ist mal ein bisschen. Abschließen und erstmal ins Menü gehen. Ja, und jetzt haben wir diese schöne Mitte, dass man auch sehen kann. Und hier gibt es aber keine DLCs leider. Hier kommen wir nur zurück zum ersten Teil wieder. Produkte mit dem Kontakt, ja. So, dann würde ich mal sagen, das war's mit den ersten beiden Videos für Monument Valley 2. Hoffentlich hat euch das Projekt, also, na, hoffentlich hat euch das Video gefallen und hoffentlich gefällt auch das jetzige Projekt, genauso wie Monument Valley 1. Link wird, also, entweder könnt ihr auf meinem Kanal vorbei schon über die Playlist Monument Valley 1 werde ich noch erstellen. Und ich habe nicht bis morgen gerade, ich habe es am gleichen, zur gleichen Zeit, also vorher, bevor ich diese zwei Videos aufgenommen habe, habe ich noch komplett Monument Valley 1 aufgenommen. Das heißt, alle Videos, allesamt werde ich morgen hochladen, also beziehungsweise jetzt, wo ihr sie seht, zu diesem Zeitpunkt sind sie wahrscheinlich schon hochgeladen. Wo ihr sie seht, aber jetzt, gerade wo ich am Aufnehmen bin, sind sie noch nicht hochgeladen. Die werden aber morgen erst hochgeladen. Das heißt, wahrscheinlich morgen werde ich dann auch schon Monument Valley 2 fortsetzen. Und ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, wie ihr Monument Valley, also allgemein findet, 1 und 2, und welcher eurer Meinung nach besser ist, der erste oder der zweite. Also ich finde den zweiten auf jeden Fall besser. Gerade weil die Levels einfach größer sind und weil man am Ende entscheiden kann, was für ein Muster das sein werden soll und so. Und wegen weiteren Sachen, die ihr noch in den folgenden Videos sehen werdet. Ja, wie gesagt, spoilern will ich jetzt nur ungern. Ich versuche so wenig wie möglich zu spoilern, aber ich kann nur sagen, es gibt kein DLC, also in diesem gibt es halt nur Story-Modus hier und das war's dann alles.
Und es kommt auf jeden Fall noch viel mehr als im ersten Teil auf uns. Also das werden ein paar Videos mehr. Also erste Teil, da habe ich jetzt gerade 7 Videos gebraucht, weil da waren wir unterwegs Aufnahme abgebrochen ist, weil ich keine Speicher mehr hatte. Und dann noch eine extra Aufnahme wieder starten muss. Von dem Standpunkt, wo ich aufgehört habe. Und ja. Und das hier wird auf jeden Fall, denke ich mal, wenn jetzt haben wir gerade 1, 2, 3, 4. 4 Level erfolgreich abgeschlossen. Und im 5. also ja, Kapitel meine ich eigentlich 4 Kapitel. Und im 5. Kapitel sind wir jetzt gerade. Das heißt, dann würde ich mal sagen. Ja, eigentlich könnte ich auch gute Nacht sagen, weil ich müsste eigentlich schon mal, kann ich mal pennen gehen. Wäre meine Idee. Ich habe noch gar nicht geschlafen. Ich wollte eigentlich schon vorher schlafen gehen. Also nachdem ich Monument Valley 1 aufgenommen habe, fertig. Und dann konnte ich einfach gar nicht schlafen. Dann bin ich mal aufgestanden, wollte schon was trinken. Bin ich noch eine rauchen gegangen. Bin ich noch ins Bad aufs Klo gegangen. Bin ich sonst noch was. Habe ich noch ein Betrieb lagert. Wollte wieder schlafen. Dann dachte ich so, ah. Also ja. Gut, da kann ich schon mit der nächsten Aufnahme anfangen. Was schlecht ist, weil wenn ich morgen verschlafe, ich muss ja morgen früh halt eben pünktlich sein zur Arbeit. Also was zur Arbeit, zu meiner. Ich mache hier momentan so eine Berufsvorbereitung und wenn diese Berufsvorbereitung, die ich gerade mache, klappt, werde ich hier ab 1.8.2018. mit der Ausbildung als Schreiner in der Werkstatt hier im COD Hamburg anfangen. Ja, falls ihr mehr wissen wollt über das COD Hamburg, dann ja, werde ich auf jeden Fall mal gucken, einen Link in der Videobeschreibung unter diesem Video zu schmeißen. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch und falls ihr noch mehr von diesem Video sehen wolltet, ja. Dann drückt mal den Abonnier-Knopf. Okay, das war jetzt ein Kommentar. Auf jeden Fall, das war's für heute. Und weitere Aufnahmen würden morgen kommen. Und ja. Hoffentlich hat euch das Video gefallen. Wenn ja, liked es. Also Daumen hoch. Schreibt mal in die Kommentare, was. Also, die Theorie über die Story zwischen Monument Valley und 1 und 2. Und dann würde ich sagen, das war's für diesen Video und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!